Bereite den Zug vor und hole deine Passagiere ab. Deine Abfahrtzeit ist um 6:17 Uhr. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Train Simulator 2019 in der 64-Bit-Variante. Wir fahren heute auf der Strecke München-Garmisch-Partenkirchen. Und das mit dem Desiro. Baureihe 642, da kommen die 423, 426 meine ich. Ja, wir sind heute hier als Regionalbahn unterwegs. Da steht der Kollege auch mit einem Desiro. Schick, schick, in Doppeltraktion. Wir fahren in Einzeltraktion. Hier von Murnau nach Tutzingen. Ist ja schon wunderschön hier, ne? Sieht man halt auch nicht jeden Tag hier so ein mit so einer geilen Aussicht. Ach so, wir dürfen fahren. Ja, Sie fahren PZB einmal an. Also ich bin Train Simulator seit Ewigkeiten nicht mehr gefahren. Weil ich war jetzt auch krank. Eine längere Zeit. Deswegen habt ihr auch von bisschen älteren Stand ist gesehen. Heißt zum Beispiel, ihr habt es donnerstags gesehen und ich habe das vielleicht schon eine Woche vorher aufgenommen. Okay, ich mach das lieber nach vorne. Wir dürfen hier nur 40 fahren. Bis da vorne, dann dürfen wir 80. Ah, das steht ja da auch. Ja. Ich hoffe, das wird eine Fahrt ohne Zwangsbremsung und so weiter und so weiter. Bis jetzt ist ja alles noch okay. Und wir hoffen mal, dass es auch so bleibt. Das Schild habe ich gerade gar nicht, also dieses Schild habe ich einfach gar nicht gesehen gerade. Mal kurz schauen, wo ist ungefähr der Bahnhof? Das dauert ein bisschen. Okay. Wir werden höchstwahrscheinlich pünktlich ankommen. Wenn nicht, sogar mit Verfrühung. Wunderschön hier, ne? Ist halt Oberbayern. Das sieht schon ganz gut aus. Hier müssen wir ungefähr halten, 2,6 Kilometer. Also 32, wenn es jetzt hoch geht, wenn es runter geht, 28.
Aber es geht hoch, 32. Okay. Da können wir dann uns auf die Hektometertafeln, also darauf so Rücksicht nehmen. Ich sehe hier kaum, ob es leuchtet, weil die Sonne da direkt drauf strahlt. Auf die Ziffer-Taste. Also auf die Ziffer-Leuchte. 31,2, noch 0,8. Warten. Dann dürfen wir anfangen zu bremsen. Mit dem D-Zero bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Ich weiß, ich kann die Bremswege echt nicht mehr einschätzen. Ich fahre auch in letzter Zeit, oder eher gesagt, seit fast 1,5 Jahren bin ich schon kein Zug mehr in echt gefahren. Außer halt ICE ein, zweimal. Aber halt kein D-Zero. Ein bisschen verspätet. Ich denke, das kann man akzeptieren. Das wird auch nochmal ein schönes Bild, ja. Moin. Okay, wir dürfen abfahren. Mal kurz schauen, ob hier irgendetwas demnächst kommt, zum Beispiel bergab oder so. Damit wir einfach schon mal ein bisschen vorgewarnt sind. Also, ich fahre auch mit SweetFX. Habe ich eine Funktion aktiviert, dass die Texturen ein bisschen klarer sind. Ja, 110, schön. Sonst ist nichts, nur bergauf. 1 Kilometer, ja. Also können wir bei 34 dann anfangen zu bremsen. Pünktlichkeit, ja, ist alles perfekt. Da vorne dürfte der Bahnhof dann sein. Mit 50 km/h hier reinrollen.
Und dann jetzt langsam zum Stehen kommen. Hier ist keine Haartafel. Eigentlich heißt das dann nach ganz vorne Vorfahren. Aber ich möchte ein bisschen fahrgastfreundlich hier fahren. Und das ist ja dann, wie ich finde, besser. Ich muss ganz ehrlich sagen, der DeSiro ist immer noch mein Lieblingszug. Fährt er hier durch? Oder fährt er einfach nur sehr schnell rein und hält dann ganz schnell? Okay. Der hält sich zwar an die Regeln, aber gefallen tut es mir jetzt nicht. Es ist halt nicht fahrgastfreundlich. Ach, der nächste Halt ist schon unser Endhalt. Das ging ja mal wieder schnell. Alles berät und abfahren. So, Tutzingen. 4 Kilometer, also 39, okay. Und Uhrzeit ist alles okay. Das ist schön. Wenn wir pünktlich sind, das freut mich immer sehr. Und ab hier lassen wir uns einfach dann rollen. Es geht ja bergab. Bremsen dann gelegentlich. Dann bestätigen wir das jetzt hier einmal. Ich glaube, jetzt müssen wir hier auf 60 ungefähr, glaube ich, waren es. Auf 60 kommen. Oder unter 60.
Also irgendwie so etwas war's. Da steht auch ein Kollege in Doppeltraktion. Wie schön. So, schauen wir uns das nochmal hier von außen an. Ich brauche ein paar Bilder. Nach einer langen Pause, so gesagt, braucht man wieder ein paar Bilder. So. Wir sind auf jeden Fall verfrüht. Abfahrt hätten wir um 33. Also müssen wir jetzt sogar noch eine ganze Minute warten. So, du hast heute einen tollen Job gemacht. Ja, das hoffe ich, tue ich immer. Also, wow. 1000 Punkte. Hätte ich nicht gedacht, 1000 Punkte zu erzielen. Also, wenn ihr gedacht hättet, dass ich das schaffe. Dann, also ich hätte es wirklich einfach nicht gedacht, dass ich das jetzt schaffe. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diese Folge ging jetzt sehr kurz, aber das für die erste Folge nach einer langen Pause. Würde ich sagen, dann ist es okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn es dann heißt Train Simulator 2019 64-Bit. Und ja. Also in der nächsten Folge wird es hoffentlich eine längere Folge. Also eine etwas längere Fahrt. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.